Was macht denn ihr hier? Sag mal. Ihr wollt doch garantiert mitkommen, oder? Was macht ihr im Kühlschrank? Leute, Leute, Leute. Und so angelaufen. Beispiel, das ist auch Therapie. Der Hund beim Scheißen zugucken. Nee, Spaß. Einfach mal ein bisschen im Feld rumlatschen. Hier, zack, guck. Mir habe ich es ja nicht weit. Ich wohne da hinten irgendwo. Da hinten wohne ich. Da muss ich da bei dem Kirchturm. Da bei dem Kirchturm geht es noch ein bisschen weiter. Dann sind wir bei mir. Bin aber nicht. Und ja, jetzt gehen wir spazieren, das Wetter genießen und dann gehen wir wieder heim. Und das ist halt auch diese Tagesaktivität, die man ein bisschen benötigt. Frische Luft, einfach mal ein bisschen was anderes durchatmen zu können. Die Natur genieße. Ich bin voll der Naturmensch eigentlich. Ich habe es aber jahrelang echt auf die Seite geschoben, weil ich es psychisch einfach nicht konnte, naturmäßig. Und Plastikeis sammle ich auch immer wieder. So was Tolles. Einfach mir ein bisschen die Natur sauber machen. Weil ich finde es echt schade, wie die verdreckt und vermüllt. Jetzt auch durch Corona. Das ist krass. Und an die Leute, die sich fragen, wo ist denn eigentlich das Feld, wo ich letztes Jahr aufgenommen habe? Das ist das hier. Da oben habe ich einen richtig schönen 90-Grad-Anlieger, konnte ich richtig geil üben. Eine leichte Steigung. Wenn ich da runterfahre, habe ich ein leichtes Gefälle. Mit Kurve, alles drum und dran. Perfekt für MTC-Training. Mega geil. Und hier darf ich natürlich nicht fahren, wenn es besamt ist. Wenn es eingesät ist. Besamt, Alter. Wenn es eingesät ist, sondern nur wenn es abgeerntet ist und ich vom Landwirt die Erlaubnis bekomme, telefonisch, hey, wie sieht's aus? Hast du Bock? Wir haben jetzt gerade abgeerntet, jetzt sind 2-3 Wochen, das Feld wieder frei, kannst wieder fahren. Das bekomme ich telefonisch, aber da werde ich definitiv euch dann nicht Bescheid sagen, so, yo, ich kann wieder fahren. Ich werde in Zukunft auch nichts mehr hochstellen. Echt nicht. Geht mal auf den Sack. Ihr kriegt nichts mehr mit, was ich tue, nur noch vom MTC. Von daher, stay tuned und bis die Tage. So, hier im ehemaligen Heizraum. Muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber da kommt Schlagzeug hin, da kommt die Musikanlage hin und so. Jetzt werde ich hier mal sauber machen. Guten Tag, Alter. Was steht denn hier eigentlich alles? Ich schwör's dir. Abstellkammer geworden. So, Projekt Musikkeller. Ist auf jeden Fall on point. Tiefe Grund ist aufgebracht, man sieht es hier. Die Wandfarbe hat sich ein bisschen verändert. Die Idee des Ganzen ist vielleicht diesen Durchbruch wieder zu machen, damit die Akustik da drin nicht gefangen ist. Ach ja, wunderprächtig. Leider ist es nicht ganz so hoch, wie man verdacht hat. Aber ich habe gerade die Bestätigung bekommen. So, gesagt, getan. Mauer kommt raus. Bis gleich. So. Ein Stückchen weiter, die Mauer muss ich jetzt auch noch was machen und dann habe ich mir überlegt, setze ich doch einfach die Steine hier rein und mache hier eine neue Mauer. So, next step. Ich jetzt erstmal hier zumachen, dann da oben noch. Die Steine kommen jetzt dahin, weil das ist eingebracht. Das ist der ehemalige Ölkanister oder Öltankkeller. Ja, das ja. Sieht gut aus, nicht? Dann habe ich hier wieder verputzt. Die Mauer sieht wieder besser aus. Die sieht auch wieder schön aus.
So, Projekt Musikkeller geht in die nächste Runde. Da wir alles verputzt haben, da ist noch ein bisschen nass, keine Ahnung warum, aber ich hoffe, das geht weg. Die Wand braucht auch etwas länger. Da kommt der Bauschaum morgen, Keyboard steht schon drin, PC steht schon drin, Schlagzeug habe ich gestern sauber gemacht, sieht wieder richtig schnieke aus, richtig geil. Fürs Modul kommen morgen die Kabel und heute kommt auf jeden Fall noch das Dämmmaterial, das machen wir heute noch dran, deswegen bis später. Auf jeden Fall das Dämmmaterial oder die Akustikdämmung hin, weil Mikrofon ist auf jeden Fall schon da. Okay, Klebe-Action ist auf jeden Fall vorbei. Die komplette Wand wird auf jeden Fall schwarz-rot. So, die habe ich gestern auch noch dran gebracht und man sieht, die Dinger hier bombenfest. Jetzt bin ich gerade im Schlagzeug auseinanderbauen. Buddy, hast du angenommen, das Paket? Yes, perfekt. Zwei Konzertboxen, Stativ, Subwoofer. Um alles miteinander abzumischen, ist das Mischpult. Okay, es nimmt vor, Mann. Hui. Weil dann kennen wir auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Übrigens, das ist jetzt mein kleines Studio. Da muss ich noch dämmen. Da kommt noch Dämmung hin. Das mache ich zu mit Bauschaum und Styropor. Da kommt noch Dämmung hin. Hier muss ich noch fertig dämmen, dann sieht es richtig gut aus und das ist mein Schlagzeug. Ja, weiter geht's. Making home cooked dishes, plenty trips, invisible sets. You know what you're missing. Aber, boah, viel zu tief. Da müssen wir definitiv dringend was machen. Das ganze Zeug muss da vorne noch verteilt werden, weil hier sind 40 cm Sand aufgeschüttet. Das ist hui, viel zu viel. Hier sieht es richtig gut aus, aber da vorne kommt man nicht mal drauf gefahren. Wobei, Außer- oder Innenspur, möglich. Servus, Friends, ich zeige euch doch noch ein bisschen was von unserer Sandpassage. Yes! Nice! So, Friends, jetzt machen wir noch ein kleines Abschlussvideo. Wunderschön! So, und hier nochmal. So, ein wunderschöner Tag. Auf dem NTC Flingen gehen wir wieder zur Neige, nicht? Jetzt werde ich mich heimbequemen und dann erstmal was essen. Erstmal meine Nudeln machen und dann erstmal das Video schneiden, damit ihr am Sonntag einen wunderschönen MTC-Vlog wiederseht. Ich glaube mittlerweile Nummer 18. Dieses Jahr allerdings der erste. Deswegen viel Spaß, stay tuned und freut euch auf geiles Mitmachen. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.